Ja, hallo, wir sind jetzt wieder zurück im Let's Play Florencia. Ja, es war ein bisschen verzögert hier, diese Folge. Aber es liegt einfach daran, dass mein PC erstmal richtig abgekackt ist. Es lag wahrscheinlich wieder an dem Virus. Aber, ja, entweder hat er mein Antivirus-Programm angefallen, weil das hat sich automatisch die ganze Zeit ausgeschaltet. Das war echt ziemlich blöd. Oder es liegt halt einfach, da kann einfach daran, dass mein Antivirus irgendwie so einfach im Arsch ist. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt ein neues, der hat dann den Virus gleich gefunden, also kein größeres Problem. Somit fand ich ziemlich erstaunlich, dass es so schnell wieder ging, weil ich konnte mich ab und zu gar nicht anmelden. Ich konnte mich anmelden, dann war ein paar schwarze Bildschirme und ja, deshalb die Verspätung dieses Parts. Aber jetzt sind wir in der Saint-Woche, das verschiebt sich alles ein bisschen. Haben jetzt hier einen neuen Char erstellt, haben kurz auf Level, sehe ich es wieder nicht, weil das Teil im Weg ist, Level 6 gemacht. Oh, da haben wir noch gar nichts geupt, da müssen wir immer wieder ein bisschen, wir wollen ja wieder einen Schamane machen und ist jetzt nicht perfekt gebalanced sicher, aber das ist in dem Level eh noch egal, das Balancing können wir noch anders mal machen. Ja, eigentlich können wir jetzt direkt ein bisschen weitergehen. Ich muss jetzt nicht unbedingt immer gequestet haben, sondern wir können auch ein bisschen leveln, wobei das mit dem Level eigentlich noch keinen Sinn macht. Moment, wir brauchen Strong Dodos. Dann gehen wir doch zu den Strong Dodos, weil es ein bisschen langweilig hier jetzt gerade. Weil da waren wir im letzten Part ja auch schon mit einem anderen Char. Moment, Strong Dodos. Ach, komm schon. Bei den Nananis waren wir im letzten Part auch, aber bei den Strong Dodos, wie ich weiß nicht. Deshalb gehen wir da jetzt mal wieder hin. Ja, nächste Woche beginnt ja wieder alles ganz normal. Von vorne haben wir jede Klasse mal durch. Und ja, bin ich schon gespannt, ob ich das voraufgenommen bekomme, weil ich gehe dann auch bald wieder in Urlaub. Das Problem ist, ihr seht, es ist immer noch mein altes Headset. Ich bräuchte eigentlich neues, aber irgendwie funktioniert es plötzlich wieder. Ich hoffe es zumindest. Hat immer wieder halt Aussetzer, das ist halt das Problem. Ich hoffe jetzt, dass es für die Aufnahme noch geht, weil sonst hört ihr einen ziemlich schlechten Sound und der kommt dann halt direkt von meinem Tablet. Das wäre ein bisschen blöd. Aber gut, was soll man machen? Ups, das war jetzt nicht so perfekt. Ja, ich hoffe, das passt. Wie gesagt, Strong Dodos. Ja, was gibt's zu sagen? Wir haben hier jetzt zum Glück schon immerhin den 5er Kari und 5er Schuhe und 5er Top gedroppt. Ist ganz nice eigentlich. Freue mich auch wieder, ehrlich gesagt, mit dem Schamane zu leveln. Stimmt, wir haben jetzt sogar hier noch den Skillbuch geholt. Und das Skillbuch ist gut. Ah ne, es war schon Level 8. Okay, gut, dann ist das nicht so interessant. Aber wir haben hier noch eine Box. Die öffnen wir natürlich wieder. Was kriegt man raus? Was kriegt man raus? Jawohl, perfekt. Ups, wo ist die? Komm da, direkt. Eine Hose, perfekt. Haben wir nochmal 7 Waffen und Magie, Death mehr. Nicht schlecht. Ja, jetzt sind endlich Ferien, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, jetzt sind mittlerweile fast in allen Bundesländern Ferien, oder? Baden-Württemberg hier hat, glaube ich, fast als letztes Sommerferien, wenn ich mich da nicht täusche. Hab da natürlich nicht so einen Überblick, aber ich meine, dass schon die letzten Wochen einige Bundesländer schon hatten. Aber ja, 4 von 12 haben wir jetzt. Und ja, ich habe mir jetzt endlich wieder eine neue Tastatur gegönnt. Hier eine Microsoft-Tastatur. Hoffentlich ist die Microsoft-kompatibel, was? Ne, ja, wahrscheinlich ziemlich günstig und ist der hier ziemlich ähnlich, die ich jetzt habe. Hab's aber irgendwie noch nicht angestöpselt. Weil, wie gesagt, mein PC im Arsch war. Hab extra, komm grad vom Laden, die neue Tastatur gekauft. Komm heim, will den PC anmachen. Geht nicht mehr an. Dachte so, ja, geil, weißt du, ich kauf die neue Tastatur, damit ich richtig wieder geil zocken kann. Und dann geht der scheiß PC nicht mehr an. Echt richtig hässlich. Aber ja, was will man machen? Ging ja dann zum Glück ziemlich schnell wieder. Aber ich habe schon gedacht, das wäre jetzt ein schwerwiegenderes Problem. Das sah echt nicht gut aus.
Aber gut. Nochmal Glück gehabt. Moment, was haben wir denn da noch? Was? Ja, Gutscheine. Die ich jetzt eh noch nicht öffne. Immer noch nicht, auch mit diesem Schaumlicht. Ja, gut. Nochmal Pass von Dodos, killen wir einfach. Ja, ich bin ein bisschen weitergekommen, Seelen, wobei ich mittlerweile echt wieder ziemlich gern Mädchen spiele. Vielleicht kommt dann da auch wieder was Neues. Bald kommt ja auch das neue Assassin's Creed raus, das ich auf jeden Fall auch mal spielen werde. Vielleicht dann auch wahrscheinlich dann auch wieder ein Let's Play davon machen werde. Wobei ich die anderen dann teilweise noch gar nicht abgeschlossen habe, aber es ist halt das Problem, wenn man es mit anderen zusammen macht, wenn es ein Let's Play Together ist, dann und diejenigen dann halt nicht mehr so Zeit haben oder Lust haben. Ist halt schon ein bisschen blöd. Aber gut, kann ich ja, wenn ich wirklich was dafür. Ach komm, muss ich jetzt nicht unbedingt hinsetzen. Wir können auch einfach mal weitergehen. Gehen wir halt doch nochmal. Oder wir gehen einfach so weiter. Brauchen ja nicht die ganze Zeit Quests, wie vorher schon gesagt. Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder Level up. Ach, die zwei machen wir noch und dann gehen wir ein bisschen weiter einfach. Jetzt sind Wild Boss oder sowas. Wobei die waren ja. Waren die Level 9 oder so? Aus, wenn ich auch mal jetzt wieder irgendwas mein Headset sich getan. Ich hab das jetzt. Ach man, so ein scheiß Headset, ey. Stimmt, ich muss mal googeln, ob ich mir vielleicht ein Standmikro hole. So ein USB-Mikro. Das wäre eigentlich schon ziemlich lässig. Ich dachte schon, das wäre mein Kopfhörer, der so gespackt hat, aber es war ja ein Lied einfach so. Gut. Naja, die anderen Wildborns waren Level 8 und die hier sind Level. Level 9 meine ich, die anderen. Oder? Die Hungry Wildborns waren. Ne, die waren Level 7. Okay, naja, keine Ahnung, ich glaube, es gab auch Wildborns Level 9, irgendwelche. Auf jeden Fall packen wir die auch schon locker. Ja, Schaman ist echt eigentlich eine ziemlich coole Klasse. Können wir jetzt einfach wieder. Zwei hier. Hallo, zwei hier, sagte ich. Okay. Gut. Ach so, stimmt, das kann ich ja noch genau sagen, wie ihr skillen so könnt. Natürlich nicht unbedingt das Optimalste, was ich hier skill, aber für Schamane war es eigentlich ziemlich nice. Beim ersten Schamanen das so zu skillen. Hey Alter, wieso kommt ein Skype-Geräusch, wenn ich auch beschäftigt bin, ey? Auf jeden Fall ja immer 2 auf Gewandtheit und dann immer 1 auf Weisheit oder Con, halt immer abwechselnd. Hier das Level. Wahrscheinlich die Taktik, die ich immer so gemacht habe. Als gewisse Gothic-Mucke, Mann. Achso, stimmt, mir hat jemand geschrieben, ob ich schon überlegt habe, ob ich irgendwie eine bestimmte Musik laufen lasse. Keine Ahnung, ich habe mir da nicht so viel Gedanken gemacht. Ich finde, es gibt eh nicht so viel gescheit GEMA-freie Musik, die ich verwenden kann. Von dem her ist eh sowieso alles bisschen nicht so ganz, was ich haben will. Aber ich habe echt noch überhaupt keine GEMA-freie Musik gefunden, die mit der ich voll zufrieden bin. Also auch mit der aktuellen bin ich eigentlich mittlerweile überhaupt nicht mehr zufrieden. Aber es dauert halt 10 Stunden, bis ich mal 10.000 Lieder durchgeguckt habe, wo ich eins einigermaßen okay finde. Das ist echt ein bisschen nervig. Und jetzt die Ohrringe, was Level waren die? Wo sind die Ohrringe hin? Da, Level 9, okay. Ja, macht Sinn, dass wir das bei Level 8er Mobs droppen. Das ist nicht mehr so logisch. Ja. Also keine Ahnung. Ist ja, dass ich fast keine Musik verwenden darf in YouTube. Selbst die GEMA-freie ist nicht immer drin. Wurde mir auch schon einiges entfernt. Echt ziemlich beschissen eigentlich, aber jetzt bin ich ja schon froh, dass es hiermit keine Probleme gibt, auch wenn
ich das Lied zum Beispiel schon 10.000 Mal rausschmeißen wollte, aber dann hätte ich halt auch nur noch ein paar Lieder in der Playlist. Aber das muss ich schon auf jeden Fall mal rausschmeißen, das Lied. Na, Gothic ist eigentlich überhaupt nicht so mein Tipp. Wobei das fast dann. Ja, okay. Als einer, der fast nicht Gothic hört, würde ich sagen, ja, das hört sich so ähnlich an wie Nightwish, aber das ist, glaube ich, Quatsch, weil ich kenne andere Nightwish-Lieder. So ein bisschen. Die hören sich schon anders an, aber so ein bisschen erinnert schon dran. Nicht nur von dem Genre her. Hey, was ist das? Skype nervt nicht. Stellt mal extra, denkt mal echt extra an. Hey, Alter. Was ist da falsch gelaufen mit Skype? Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon? 11 Minuten, okay. Ja gut, dann killen wir jetzt noch ein paar Maps. Achso, das stimmt. Sind wir jetzt Level 7, Level 8 beim ersten neuen Skill gewesen. Was war das nochmal? Level 8 bekommen wir. Flow of Darkness, ja, das ist schon ein Skill, den man am Anfang gebrauchen kann, aber am Ende er kaum was bringt. Das lohnt sich nicht, den weiter zu uppen. Stimmt, das kann ich ja auch mal zeigen, natürlich. Als Schamane wollen wir natürlich gucken, dass wir nicht in die Richtung kommen, sondern in diese Richtung hier. Touch of Death und Deceitful Penalty. Moment, was war mein Lieblingsskill? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall Blessing of Nature auch ziemlich wichtig. Recovery auch sehr wichtig. Armor of Light auch sehr wichtig. Also den ersten Skill, wo wir Instant Recovery werden, nehmen wir auch direkt hochskillen. Also ab Level 10 kann man sich mal überlegen, ob man da Stat-Punkt mehr verteilt. Soul Revival nicht. Blessing of Nature dann. Flow of Darkness nicht. Thorn Shield auch nicht. Curse of Leaf auch nicht. Mist of Darkness war, glaube ich, der erste AMO. Ja, AMO habe ich gesagt. Was für ein What the fuck? AOE natürlich. Den werden wir auch auf jeden Fall haben, weil das ist ein ziemlich guter AOE. Darkness Wave, Scourge, Sudden Darkness, Touch of Death. Ja, da kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern, aber auf jeden Fall Mist of Darkness ist ziemlich gut. Blessing of Nature ziemlich wichtig, Instant Recovery und Armor of Light sind so, würde ich jetzt mal sagen, die wichtigsten Skills. Machen wir noch den Mob und dann bedanke ich mich schon wieder fürs Zuschauen. Ich gucke jetzt echt, dass ich vorproduziere, dass ich vielleicht wirklich jede Woche noch was bekommt, weil ich bin da fast den ganzen August weg. Aber ja. Dann gucken wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, welche Klasse jetzt als nächstes kam. Ich habe, glaube ich, angefangen mit Mercenary. Oder? Ich glaube, ich habe mit Mercenary angefangen. Dann wäre das jetzt wieder als nächstes dran, aber ich gucke natürlich nochmal nach. Ihr wisst es dann wahrscheinlich eher. Seht ihr dann in YouTube sowieso. Ja, dann macht's einfach gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch schöne Ferien. Genießt das schöne Wetter. Und macht's gut. Bis dann. Tschüss.